Könnt ihr ja mal schreiben, was ihr davon haltet. Wäre auf jeden Fall lustig für mich und für euch wahrscheinlich auch. Also es wollten halt viele spielen. Ja, und was anderes also, fällt mir da nicht ein. Ich würde sagen, du sagst einfach wann und wo und dann holst du alle einen riesigen Teamspeak-Call. Ja, und dann zockt ihr alle zusammen und trefft euch irgendwo. Hätte schon einen Reiz, würde ich sagen. Also es ist auf jeden Fall lustig. Und dann so werf ich eine Splittergranate. Genau so, alle auf einen Haufen stellen und dann einmal eine Granate rein. Uff, 20 Kills. Ja, nee. Aber auf jeden Fall wäre das schon mal lustig. Und ansonsten, ja. Ich habe auch noch was geplant, und zwar, das kann ich dir ja mal erzählen, das, ja. Aha. Und zwar, du hast mich auf dieses Armory gebracht. Und ich habe vor, so eine Art Let's Play davon zu machen, dass ich sozusagen einfach mal ein paar Folgen lang einfach mal irgendwelche Fahrzeuge, Helikopter, Flugzeuge, Waffen, Raketenwerfer, Minen, Sprengstoff, alles einfach mal teste und das einfach mal so 10, 20 Parts lang. Einfach mal alles mal ausprobieren. Aber ich würde ja auch was, es wird schnell langweilig. Ja, ich denke auch. Es hat nicht so diesen Überraschungsfaktor wie DayZ. Ja eben, deswegen denke ich so 10 höchst allerhöchstens, wenn super Spaß macht mit Helikoptern, 20, aber sonst so 10 Parts, einfach mal so ein bisschen rumtesten. Wie lange denkst du, ist so ein Part? Boah, so zwischen 10 und 15 Minuten. Mach ein oder zwei Parts einfach. Ja, würde ich ja nicht am Stück aufnehmen. Mal gucken, also es gibt halt viel zu sehen. Es gibt. Huch, warte kurz, du bist bei mir auf der Stelle. Du auch. Cool. Hm. Der Server ist blöd, finde ich. Ja, ja, Alpha. Hm. Oh, dieser Joku Tan. Wo bist du jetzt hin? Ich bin immer noch vor dir. Also bei mir. Laufe ich gerade weg von dir? Du warst nur noch auf der Stelle bei mir. Hm, du bist bei mir ganz weg. Sollen wir mal einen Flair die Straße raufwerfen und dann stellen wir uns da hin? Warte, ich werf mal einen. Ich sehe dich. Ist gut. Bist du das? Ja, das bist du. Wollte gerade sagen, was hast du für eine fette Waffe? Lol, da ist jetzt eine Flair. Dann du bist immer noch auf der Stelle bei mir. Ha? Okay, wir rennen zu der Flair, okay? Nee, das ist dumm. Ja, lauf am Rand der Flair vorbei einfach. An der Straße sozusagen in Richtung Flair. Hier ist ein Kaninchen. Siehst du mich? Siehst du mich? Ah, jetzt läufst du auch wieder. Hier links auf der Straße. Wo? Ah, da vorne. Gut, yep. Ich sehe dich wieder. Ja, das sind halt, ja, wie gesagt, Alpha. Ist halt der Nachteil. Ja. Yep. Weißt du, wann der volle Release, also das kann man ja so nicht sagen, weil das eigentlich immer noch verändert wird, aber weißt du, wann so das Ganze mal stabiler gemacht wird, oder denkst du, das wird erst bei Arma 3, wenn es ein vollständiges Add-on ist, gemacht? Also stabil gemacht werden soll das ja jetzt schon. Darauf ja. Fielen ja alle die ganze Zeit ab. Es ist ich ja mein, jetzt es kaum Gameplay so viele gepatcht, sondern nur noch Performance und Server-Capability und was das alles ist. Das ist halt das Problem, also das sieht man halt in der Aufnahme nicht, wir spielen hier ja gerade, aber teilweise dauert es echt lange, vorher einen Server zu suchen. Also ja, das zum Beispiel ist noch ein Problem. Ja. Oder auch so gameplay-technische Sachen wie eben das Disconnecten einfach. Hm. Ich denke, daran arbeitet er jetzt gerade auch. Ja, und ansonsten, ja, die kleinen Bugs, die werden bestimmt auch noch behoben. Und das größte, ja, was heißt größte Problem, das ist sozusagen markiert, was man meiner Meinung nach aber noch einfacher gestalten könnte, ist die Sache mit Tag und Nacht. Dass es wirklich markiert ist, welche Tag, also es steht ja immer GMT-9. Schwein. Wo denn? Das ist ein anderer Spieler. Vorsicht. Knall ihn das ab. Ist nicht du. Okay. Okay, sauber. Das war's. Vorsichtig hinjoggen und gucken, ob da noch andere Leute sind. Ich hab nur so ein Schwein sterben gehört. Okay, was hatte der dabei? Warte kurz. Nein! Was los? Was hatte der dabei? Also, ein Hatchet, ja. Eine Jerrycan und Soda. Zwei Jerrycan. Der wollte sich wohl ein Auto suchen. Ein Jerrycan. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob er schon eins hatte. Oder, ja, ich weiß es wirklich nicht. Ja. Hm. Er hatte Bloodbags dabei und Essen und so. Ach, wo? Ach so, ja. Okay. In seinem Rucksack. Pack dir das mal alles ein. Ja, mach ich. Was machen wir jetzt? Weiter in die Stadt.
Okay, wo ist denn das Schwein, was er umgebracht hat? Also ich habe auch ein Schwein sterben hören, aber ich habe jetzt nicht gesehen, wo. Ich sehe es auch nicht, muss ich sagen. Wir sind eigentlich gerade total auf einem asozialen Zug und ich habe damit angefangen. Ja, es ist deine Schuld. Ich komme gerade mit meinem Gewissen nicht klar. Was ist das Schwein? Siehst du es? Nein. Ja gut, dann weiter. Bevor noch andere Spieler auftauchen. Ja, ich denke auch, wir sollten hier mal verschwinden. Ja, die Enfield ist echt kacklaut. Ja, das stimmt. Wir haben nicht mal gefragt oder so. Oh, sind wir böse. Ja, ich meine, okay, er hatte eine Axt. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Hätte der Typ eine Waffe gehabt, weiß ich nicht. Das ist halt immer so dieser Risikomoment. Man könnte natürlich sagen, friendly und darauf hoffen, er schießt einen nicht ab. Aber ob man das Risiko eingehen möchte, ich meine, wir haben eine AK, eine Lee Enfield und Alice Packs und ansonsten richtig. Also ich bin jetzt mal ganz ehrlich und sage, ich hätte im Endeffekt doch erschossen, um zu gucken, ob er nicht doch Kram hat, den ich haben will. Ja. Und ich hätte auch immer diese Angst, so dass er an meinen Rucksack geht oder halt, ich weiß nicht so. Ja, ja. Ja. Ansonsten halt, okay, wenn man mit den Leuten sprechen kann, so zum Beispiel du jetzt, dich müsste ich ja dem Prinzip nach auch abschießen, was aber sich eigentlich erübrigt. So. Bist du noch bei mir? Hinter dir, ja. Sehe dich gerade nicht. Du bist auch noch zum Industriegelände, oder? Ich bin hinter dir, du bist bei dieser riesigen Halle und jetzt... Oh, wow, da ist ein Zombie drin. Du bist zurück in so einem kleinen Haus. Hast du nicht gesehen. Einfach weiter hier drumherum, der hat es nicht gesehen. Siehst du mich oder bin ich bei dir wieder am... Da ist ein Zombie. Weg hier, nimm deine kleine Waffe. Nimm nicht die große. Hast du den gepult? Ja. Nee. Hilfe, doch. Ich, wo denn? Ich blute. Mach ihn fertig. Ich weiß gar nicht, wo du bist und ich höre nichts. Ich renne da vorne in die Stadt, in das rote Gebäude. Da bandagiere ich mich und pull alle Zombies dahin, um sie dann zu töten. Ich habe noch 20 Schüsse. Ich bräuchte dann Hilfe. Kommst du in die Stadt? Ja, ja, ich laufe dahin. Okay, ich habe 11.000 Blut. Verpacktes Spiel. 11.000. Ach, das ist doch scheiße. Jetzt laufen sie auch. Oh, ich auch kommen. Oh, deine Stimme backt gerade. Oh, hier sind ganz viele kleine Hallen, in die man reingehen kann. Bist du in dem roten Backsteingebäude? Ja. Bandagierst du dich schon? Ja. Okay, Achtung, ich komme jetzt rein, wenn es das ist. Hilfe, töte den Zombie. Ich bin hier, ja. Ich blute nicht mehr. Hinter dir krabbelt noch einer. Oh, die können... Ja, Moment. Hab ihn. Komm, wir sind auch noch, Feinde. Oh Mist, ein Magazin ist weg. Okay, ich hab noch, ja, ich sollte Schüsse sparen. Okay, Vorsicht, ich bin hier neben dir. Siehst du mich? Nee, ich kann dich nicht sehen. Ich bin hier direkt neben dir. Du blutest. Nein. Tu ich nicht. Nicht? Lol. Nee. Ich blute. Oh nein. WTF, was ist jetzt passiert? Ja, mach ich gerade. Scheiße, ich hab noch 9000 Blut. Egal, wir geben uns jetzt beide... Nee. Nee, brauch ich echt nicht. Lohnt sich nicht. Du kannst ein Bloodbag. Ich hab so viele, mach das lieber jetzt, anstatt dass du irgendwann bei so einem Scheiß stirbst. Ja, okay. Ich hab auch noch 3 von dem Rucksack von dem armen Kerl oder der armen Frau. Vielleicht er. Ja, nee, der klang männlich. Warte mal. Nee, der den wir eben geschossen haben. Der hat nichts gesagt. Ach so. Ich seh dich nur nicht, du musst mal reconnecten. Warte kurz, ich glaub nicht, dass ich das bin. Sicher? Ja. Oh, ein Zombie ist hinter... Das bin ich. Auf einmal ein Zombie hinter mir auf, schlägt in die Luft und stirbt. Okay. Ach so, nee, das ist Grafikbug. Der war da nicht wirklich. Also. Ja, normalerweise stehen die ja dann nur kurz auf und sind dann wieder weg. Oder er ist echt so aufgestanden, hat mich gehauen und hat sie diese Hinfallanimation gehabt. Ja. Bist du noch... Wo bist du? Bei mir sitzt du noch hier in dem bei den Leichen hier überall. Und da wandle ja, ich auch gerade rum. Also auch nach ein bisschen. Da hoch kann man nicht, also. Kann man schon, aber es hilft nichts. Ja. Ah, ich reconnecte mal. Okay, sonst wollen wir uns einen anderen Server suchen oder wollen wir es jetzt einfach mal. Nee, ich finde den eigentlich okay. Ich finde es auch ganz cool, mal nachts zu spielen. Ja, nachts ist das schon nächste cool. Mal das nächste Mal reconnectest du und dann gucken wir, ob das auch klappt. Ja, okay. Ja, also. Bei der nächsten Aufnahme, also es ist jetzt, ich lasse es jetzt auch mal Nacht, ich finde es auch ganz reizend mal, auch für die Aufnahme so zu sehen. Aber ich denke, dann wird es auch wieder Tag sein, also keine Angst, es wird nicht immer so sein, aber es ist mal eine Abwechslung.
Man kann die Zombies so mal kennenlernen, wie sie einen hier sehen, die Spieler, und ja. Ist auf jeden Fall schon ziemlich was anderes, finde ich. Du hast auch ein Elders Pack? Ja. Ja, dann sehe ich gerade an der Tür und im Spawn-Bildschirm, wenn der Ladebalken noch da ist. Ach so, okay. Ja, dann packe ich mir mal wieder ein... Oh, hast du einen Painkiller übrig? Ja, habe ich noch. Ja, ist noch. Dürfte ich das haben? Ja, ach nee, Quatsch. Also, nee, ich, da, die ich erschossen hab. Ach so, ja. Nee, ich brauche doch keins. Kein Painkiller. Aber ich habe jetzt keins mehr, aber falls ich, also ich habe jetzt eins genommen, ist alles gut, aber falls ich eins brauche, hast du welches, oder wie? Ja, ja, klar. Gut, gut. Viel. Dann, bist du wieder drauf? Das wird jetzt noch einen Moment dauern, Alter. Ja, dann mache ich hier einfach mal einen kleinen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich.